bessere Idee. Erzähl mal schnell, schnell, schnell. Lass sie doch raus. Nein, hör mir zu. Okay, ja, ich höre dir zu. Jetzt hört wir werden zu. Beide treffen, und zwar hier im Hauptquartier, weil wir sie einladen werden. Und wir sonst nach Hause. Du meinst, wir laden Megan ein und wie noch? Wer ist die andere? Wer wohl? Wednesday Addams. Geil. Wir laden beide zu uns nach Hause ein. Und wie willst du das machen? Wie willst du die denn einladen? Die ist jetzt ganz einfach. Auf dem Feld, die wir Megan. Schreiben Megan und wir schreiben Wednesday in WhatsApp, dass sie zu uns kommen soll und sich mit uns treffen, mit Cameron und Flexi, dem Original. Aber wir geben dem anderen nicht Bescheid. Wir schreiben Megan, hey, wir wollen uns mit dir versöhnen. Wir schreiben, hey, Wednesday, wir wollen uns mit dir versöhnen. Genau, aber wir sagen Megan nicht, dass Wednesday kommt und wir sagen Wednesday nicht, dass Megan kommt. Ja, beide voneinander wissen nichts und das ist der Trick. Alter, Leute, man kommt sofort mit. Leute, wir haben jetzt die erste Nachricht an Wednesday Addams geschrieben und die lesen wir jetzt für euch vor. Und zwar haben wir geschrieben, hi Wednesday, wir würden uns gerne mit dir versöhnen. Und jetzt warten wir einfach mal auf ihre Antwort. Es kam noch keine Antwort, aber ich hoffe, wenn sie liest, Cameron und Flexi hat geschrieben, dass sie auch wirklich antwortet. Ich denk schon, Mann. Und ihr lasst so lange alle mal ein Like da. Das ging aber schnell, Mann. Die hat sofort geantwortet. Sie schreibt, wir sind keine Freunde. Wir können uns nicht versöhnen. Hä? Wir sind doch... Hä? Wir sind wirklich keine Freunde, Mann. Aber ihr dürft jetzt mal gerne... Freunde in die Kommentare schreiben. Schreibt jetzt mal alle Freunde in die Kommentare. Weißt du was? Aber das ist ja erst unser Ziel, dass wir alle Freunde werden und nicht mehr so viel streiten. Genau. Ich habe jetzt nämlich hier geschrieben, wir wollen Freunde werden. Komm bitte bei unserem Hauptquartier vorbei und dann schaffen wir das. Wir laden Wednesday Addams offiziell jetzt herzlich ein, ins Hauptquartier zu kommen. Jetzt warten wir einfach mal ab. Na gut! Was meint sie damit, Flexi, Mann? Keine Antwort, hey, auf unsere Frage. Ich habe jetzt geschrieben, kommst du? Jetzt können wir einfach nur hoffen, dass sie ja sagt, Mann. Ich will ja wissen, ja oder nein, ob sie herkommt ich oder auch, nicht. Leute, Mann. Ja! Sie hat ja geantwortet! Oh mein Gott, Freunde, das bedeutet, Wednesday Addams kommt jetzt gleich. Die erste Hälfte ist schon mal geschafft. Wir haben es geschafft. Wednesday Addams kommt offiziell hierher. Teil 1 erledigt. Aber jetzt folgt Teil 2. Was ist mit Megan? Flexi, ich habe gerade Copy-Paste gemacht und Megan 1 zu 1 das gleiche geschrieben. Jetzt können wir nur abwarten, dass sie kommt. Ihr seht sie hier drüben, ich hoffe, Megan antwortet auch ich und auch, sie kommt Mann. Auch. Und ey, das wäre krass. Dann haben wir es geschafft. Der Plan lass ist auch. Alle jetzt noch mal ein Like da und schaut das Video bis zum Ende. Es sieht gut aus, dass Wednesday und Megan hierher kommen. Sie schreibt, wie versöhnen, Fragezeichen, Mann. Hä? Immer das Wie, immer dieses Wie. Ist doch ganz klar, Leute, Mann. Ja. Ich habe ihr jetzt geschrieben, komm bitte vorbei, wir möchten mit dir reden, alles wird gut, genau. Mann. Jetzt können wir einfach nur abwarten, dass sie kommt oder nicht. Ich hoffe, sie kommt, Mann. Sonst sagen wir einfach, hey, da machen wir auch keine Drohnenaufnahmen mehr oder sowas. Oder so, das bieten wir an. Perfekt. Könnten wir aber das wollten wir nicht, weil ihr liebt die Drohne. Eben, eben, wir haben es ja auch noch nicht gesagt. Sie schreibt nur, Was soll das? H-M-M-M-M, wieso? Das ist wieder keine Antwort auf die Frage. Ich habe ihr geschrieben, ist das für eine Antwort? Kommst du oder nicht? Fertig, das ist ganz wichtig. Einfach Ja-Nein-Antwort. Hey, das Ganze fällt, wenn sie nicht kommt. Sie muss kommen. Alter Flexi, Mann, sie kommt, sie schreibt ja, sie schreibt ja! Ich hab's gewusst, Mann, Teil 2 funktioniert! Es passiert bedeutet, Leute, wisst ihr, was das bedeutet, Mann? Wir müssen jetzt sofort eine Kamera aufbauen, verschiedene Kameras. Mehrere, wir haben, glaube ich, 4, 5, 6 Kameras. Dann überwachen wir sie nämlich mit versteckter Kamera. Versteckte Kamera, weil jetzt kommen beide hierher ins Hauptquartier. Flexi, Mann, lass uns keine Zeit verschwenden, die kommt nicht was. Keine falsche Idee. Nee, Mann, das wird schon geil, los! Die erste Kamera stellen wir hier hin, sie läuft, Freunde, Mann, perfekt. Lasst jetzt alle nochmal einen Daumen da und schreibt Freunde in die Kommentare. Und auf geht's zur zweiten. Die zweite stellen wir hier hin, somit haben wir den ganzen Flur perfekt im Blick. Müssen wir auch, es ist verdammt wichtig, wir müssen alles sehen können heute. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir
wir die Haustür offen lassen, Freunde, damit Wednesday und Megan hier rein können, damit sie sich treffen. Sie sind ja herzlich willkommen für uns extra hier zum Eingeladen sein. Wir haben noch drei weitere Kameras, Flex, die aufstellen. Cameron, was hältst du davon, wenn ich die Kamera hier auf dem Kerzenleuchter aufstelle? Das haben wir hier alles im Blick. Das ist eine sehr, sehr gute Kamera. Da haben wir nämlich das ganze Wohnzimmer im Blick. Gehen wir sofort weiter. Nächste. Die vierte Kamera verstecken wir hier zwischen den Blumen und dem Fernsehen, denn da können sie die nicht sehen. Und es hat einen guten Blickwinkel. Wir können das ganze Wohnzimmer damit überblicken. Eine haben wir noch. Okay, die letzte Kamera verstecken wir oben in der Ecke, Leute. Da können wir perfekt den Tisch im Blick haben und das ganze Wohnzimmer noch einmal. Wir haben aber noch einen Ass im Ärmel. Tom, du musst dich jetzt hinter dem Wäscheständer verstecken und alles per Hand filmen. Ja, sonst wir dürfen nichts verpassen bei diesen Aufnahmen. Wir haben jetzt alle Kameras versteckt, Mann. Wir sind sozusagen bereit. Wir müssen jetzt nur noch hoffen, dass sie kommen. Aber wir haben uns noch eine heimtückische Falle für die zwei überlegt. Wir werden nämlich was zu trinken hinstellen und ein paar Snacks. Aber... Genau, wir stellen nicht gleich viele Sachen hin. Wir stellen genau ungerade Zahlen hin. Eine Dose und bei den Snacks eine ungerade Zahl an Snacks. Damit sie sich streiten. Mal, guck mal, es kann nur einer eine Dose haben. Man kann es nicht teilen. Man kann es nicht teilen. Somit provozieren wir den Streit oder den Frieden. Was kommt raus? Das wissen wir noch nicht. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Schaut dieses Video bis zum Ende. Lasst ein Like da und schreibt Freunde in die Kommentare. Wir sind es. Wir haben noch zwei Leute zu grüßen. Und zwar einmal den Noel und einmal Antonio. Ihr seid richtige Ehrenfans. Grüße gehen raus nach Fellbach. Nein. Wir haben hier eine Cola-Dose, die kann nämlich nur einer trinken. Und das Perfekte ist genau noch drei ganze Sesamstangen. Drei Stück, das ist ungerade. Das heißt, Wednesday kann zwei haben, Megan eins oder andersrum, man, wie es krass oder ist. Sie teilen sich wirklich komplett durch und werden dadurch Freunde. Auf geht's, Flex. Alles klar, Mann, Leute, so ist es perfekt platziert. Wir gehen jetzt in den Bunker, schalten die Überwachungskameras an und warten einfach, bis Megan und Wednesday kommen. Tack, Videobeweis, würde ich sagen. Okay, wir schauen jetzt mit euch, ob alle Kameras funktionieren. Hier ist Kamera 1, die funktioniert schon mal. Sehr zwei. Gut. Zwei, perfekt. Ich mache weiter. Guter Blick. Drei auch. Wohnzimmer. Super. Hammer, perfekt. Vier. Hammer. Wunderbar, dann gehen wir mal raus in den Eingang. Haben wir alles. Wow. Da ist sie schon, Alter. Wie schnell? Hat das geklappt? Oh mein Gott, sie rennt hier Wednesday rein. Wednesday Adams ist schon da. Was und hat das eiskalte Händchen dabei. Stimmt. Ah, Leute, ja, man lasst mal einen fetten Like und da. Und schreibt Freunde in die Kommentare, weil das sind auch ist Freunde. Das? Warte, warte. Oh mein Gott, und? Die Snacks und die Cola auf dem Tisch. Okay, ich weiß, sie hat sie nicht entdeckt. Doch, nicht, doch, jetzt hat sie entdeckt. Sie sieht's. Oh mein Gott, Leute, es hat geklappt. Ey, Mann, hoffentlich sieht sie die Kameras nicht. Und was macht sie? Sehr guter Blickwinkel. Sie setzt sich und wundert sich, wo wir sind. Sie denkt ja, wir kommen zu... Wir wollen ja hier versöhnen. Warte, warte. Merkt ihr was? Ja. Sie rührt das Essen und das Trinken nicht an. Sie wartet ganz geduldig. Leute, Mann, ich schau mal auf den weiteren Kameras. Oder sollen wir... Ja, zack. Wir werden ab und zu immer mal wieder zwischen den Kameras wechseln. Nicht wundern, Leute. Zack, zack. Da ist wieder Wednesday. Okay. Oh ja, jetzt fängt sie halt an zu warten. Ja, weil wir hier unten sind. Mhm. Weiß sie ja nicht, dass wir da sind. Gott sei Dank. Wir sind hier im Bunker, Freunde, Mann. Und das Coole ist, ihr seht, sie macht nichts. Sie macht echt nichts. Sie wartet wirklich auf uns. Wie heftig ist das, Mann? Aber vielleicht versöhnen wir uns wirklich mit allen. Hey, okay. Das wäre krass. Freunde, Freunde, statt drei streiten. Nichts, nichts, okay. Leute, Mann. Wednesday Adams wartet noch. Wir warten jetzt nämlich noch auf Megan M3 Gun. Und in der Zeit, wo wir warten, schreibt mal ganz fleißig Freunde in die Kommentare. Hier ist nichts, hier ist nichts. Ja. Was ist denn da? Okay, ich geh mal zurück. Okay, da war doch was, oder? Was, wo? Da hinten, Flexi. Wo? Nee, ich hab mich geirrt. Ecke, nee. Doch! Warte! Was? Ja, hundertprozentig blonde Haare, das braune Gleis. Und ihr seht es, sie läuft wie ein Roboter. Oder Roboter. Die macht irgendwelche Pirouetten, so. Was geht lang? Nein, aber hast du gemerkt, Wednesday ist reingerannt. Krass. Sie ist sehr langsam. Und das Allerbeste ist, Freunde, wir überwachen sie aus dem Bunker, aus sicheren Entfernung mit Kamera. Euch und ihr schaut zu bis zum Schluss. Ihr bleibt dran, Mann. Oh mein Gott, oh mein Gott. Krass, ey, die bewegt sich halt echt wie ein Roboter. Ich dachte, schaut sie ist eine Puppe, aber sie ist keine Puppe. Wednesday so und sie sehr vorsichtig. Mhm. Sie schaut sich um. Man weiß nicht, was passiert, ey. Die hat auch künstliche Intelligenz. Sie ist vielleicht ein Ticken schlauer als Wednesday. Ja. Megan ist einfach krass, Leute. Megan, 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 sie kommt immer näher. Gleich treffen die sich. Was geht ab? Oh mein Gott, siehst du beide? Ah! Da sitzt Wednesday. Aber sie wissen nichts voneinander. Jetzt bleibt auf jeden Fall. Alter, jetzt wird's spannend, Mann. Jetzt ist der Moment, der Augenblick, auf den wir hier gewartet haben. Und dann wollen wir gucken, was passiert. Mal streiten sie, streiten sie nicht, sind sie Freunde? Mein Gott. Alter, das ist spannend. Guck mal, die sitzen da. Sie weiß es nicht und macht so. Was soll denn das? Alter, Mann, wieso geht die nicht weiter? Wir wollen es unbedingt sehen. Jetzt, jetzt. Oh mein Gott, Wednesday hat noch nichts mehr. Alter. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Jetzt haben sie sich getroffen. Gibt's Beef wie bei den Drohnenaufnahmen? Die haben sich getroffen. Oder was macht Wednesday rutscht zur Seite. Ja. Was macht Megan? Sie setzt sich ganz normal. Bis jetzt noch sehr human, sehr humane Begegnung. Weil ihr müsst wissen, wir haben beide angeschrieben und sie denken, dass sie uns treffen. Nicht, dass sie sich beide treffen. Die fragen sich gerade, was geht hier ab? Wo sind Cameron und Flexi? Und dann stattdessen, warte, was macht Megan da? Oh, sie kommuniziert. Alter, die will sagen Kopf ab oder was? Weiß ich nicht.
Hey Mann, verdammt Freunde, Mann. Die kommunizieren miteinander. Aber ich muss sagen... Na, vielleicht so, was machst du hier? Hä? Was machst du hier? Was, zeig nicht mit dem Finger auf mich? Doch, ich zeig mit dem Finger auf mich. Hey, jetzt... Es klappt, unser Plan ist zwei... Guck mal. Ja, nein. Es sind, jeder hat... es sind drei Stangen und ja, es gibt nur zwei Leute. Das heißt, einer kriegt zwei, einer kriegt nur eine. Ich bin gespannt, was mit der Cola passiert. Was? Oh, lass sie doch komplett ausmachen. Freunde sind es. Das ist ihre, sagt sie. Naja, meine. Sollen das geht auch freundlicher. Das geht auch freundlicher, aber dachte ich mal. Schau dir das jetzt mal an. Megan nimmt den ganzen Teller. Ich weiß so. Aber dafür nimmt sich Wednesday die Cola. Es war ja nur eh nur eine Cola. Aber Megan will trinken, sagt sie doch. Und nein, die gehört mir und es ist meins und meins. Ey, Leute. Ah, warte. Alter. Vielleicht gibt's jetzt hier den ersten Annäherungsversuch, die Versöhnung? In dem die jetzt tauschen. Krass. Was zu essen, noch ein Stück? Nee, Karl verarscht hat die, Alter. Hey. Megan, guck mal hier, Daumen runter. Jetzt, hä? Ein Glas? Will die jetzt teilen? Was will Wednesday? Achso, vielleicht trinkt eine aus dem Glas und die andere aus der Dose. Das heißt, Wednesday wäre nett, aber Megan ist nicht nett. Dann haben wir uns komplett gehört. Ich dachte andersrum so. Ich weiß es auch aber nicht. Aber schau mal, Megan schiebt den Teller ran. Wednesday shittet ein, aber vielen Dank an dich, Tom, dass du da oben an der Front kämpfst und die versteckte Aufnahmen machst, hier aus dem Wäscheständer. Hauptsache, Tom und die versteckten Kameras werden nicht entdeckt, ja, das ist das ganz Wichtigste bei unserem Plan. Lass jetzt alle nochmal einen Daumen da und schreibt Freunde in die Kommentare. Krass, echt, Mann, diese Roboter. Ah, doch, jetzt werden's... Ah, jetzt vielleicht. Nee, die, jetzt. Doch, Glas gegen Teller. Glas gegen Teller. Ja, sieht gut aus. Jetzt war's aber Wednesday. Es war Wednesday, ja. Jetzt, es war gerade Wednesday, die als erstes zurückgezogen. Ja, aber weil... Digga, da geht's ja richtig ab, Mann, Alter. Ich glaube, die werden immer böser und saurer. Die bald saure Faust, Apfel. Die bald die Faust, Mann, was geht hier ab? Ja, die machen ja so Action gegeneinander, was soll das? Das schaukelt sich ja dann nur hoch. Ich, guck mal, die... Oh, jetzt geht's aber richtig ab, wollte Freunde, gehen, Mann. Die schmeißt jetzt. Bleib dran, ich glaube, jetzt geht's... Alter, nein! Die schmeißt jetzt so ein Riesenkissen. Alter, was geht da oben ab über uns, Mann? Ich weiß es nicht. Alter, jetzt geht's los, Mann. Wir hören das doch, Mann. Dieses Poltern schon. Alter, mit dem Fußball. Jetzt wird richtig handkraftig, jetzt werden Mann. Kissen geschmissen, Fußball wird geschmissen. Alter, die... Was ist das, eine Decke oder was? Das ist ja mehr Action als bei Rebecca. Ey, wir müssen auf unser Wohnzimmer aufpassen. Ich weiß nicht, Mann. Wenn es zu krass ist, gehen wir hoch. Ja, wir müssen das erstmal abfahren. Ich bin aber gespannt. Aber erst schauen wir noch versteckt zu. Jetzt stehen beide auf. Oh, jetzt guck mal richtig, wie eine Handgranate hat dir das eiskalte Händchen in der Schulter hängt. Jetzt stehen Wahnsinn, beide gegenüber. Das hatten wir noch nie im Hauptquartier live. Es ist live. Das eiskalte Händchen, die ganze... Warte, was macht sie damit? Ich weiß nicht, aber hast du gesehen, die wollte angreifen. Ja, ja. Die Megan schnappt. Aber ist das eine gute Idee von Wednesday, das Händchen zu nehmen? Alter. Sprachlos, Freunde, man. Schaltet nicht ab. Hä? Das ist leicht da. Ah, sie schwimmt so... Die will hier Freund holen, die eiskalte Händchen, den besten. Ja, aber jetzt liegt sie auf dem Boden und Megan über ihr. Alter. Ich schmeiß sogar mit dem Händchen jetzt. Ich check gar nichts mehr, Mann. Was geht hier ab? Sind die Freunde oder nicht? Nein, sieht wow. Hast du gesehen? Wednesday will aufstehen, brettert. Sieht das nach Freunde aus? Boah, sei ganz ehrlich. Was machen die hier? Weiß ich nicht. Was machen die? Leute, wenn ihr es wisst, schreibt es unbedingt in die Kommentare, Leute. Mann. Ach, die tanzen jetzt. Nein. Nein. Wednesday Dance und Megan Dance. Nein, nicht beide jetzt. Haben Alter, so einen Tanz. Das nennt man ein richtiges Tanzbattle, würde ich sagen. Dance-Battle, ja. Oder Dance-Battle. Guck mal hier. Dance, Dance, Dance. Das sind die zwei populären Tänze von diesen beiden Frauen. Damen und Roboter. Wer tanzt besser, Freunde? Wer tanzt besser, Mann? Guck mal, die macht richtige Head-Move, Headbang. Ja, das ist ein Roboter. Krass. Vielleicht laufen auch nicht mehr alle Schaltkreise richtig. Ich weiß es nicht, Mann. Auf jeden Fall sind beide mega gruselig irgendwie. Ja, und beide sind irgendwie sauer aufeinander. Aber der Tanz von Megan, ich glaube, der ist 1:1 der richtige, wie im Kinofilm, Mann. Richtig gut. Händchen tanzt, als Händchen steuert sie. Ich wollte gerade sagen, die tanzt mit drei Händen. Guck mal, die geht völlig ab, Mann. Wednesday ist völlig voll. Ich wüsste, Flexi, wie wen würde sich entscheiden? Megan oder Wednesday? Wen magst du mehr? Ich kann es nicht wissen. Wen mögt ihr mehr, Leute? Megan oder Wednesday? Schreibt jetzt Freunde in die Kommentare und lasst einen Daumen da für die beiden. Junge, Junge, was machen die? Weiß ich nicht, die sind beide ausgepowert vielleicht? Beide keine Energie? Wollte ich gerade sagen, es war ein krasses Tanzbattle. Und jetzt sagen sie, hey, erstmal Pause, obwohl wir uns hassen. Wir setzen uns aber erstmal. Eigentlich ein Kampf auf hohem Niveau, aber... Jetzt fängt das schon wieder an! Wednesday drückt immer einen rein, Mann! Wednesday provoziert! Sie hat schon wieder das Händchen! Ich hab nicht aufgepasst, man spult zurück, Freunde! Das ging ganz schnell! Ich hab's nicht gesehen, das Händchen ist runtergefallen und Megan hat sich's geholt! Alter, wie krass! Fängt es jetzt wieder an! Aber... Was macht die? Die will die Finger... Auseinanderbrechen? Ja, keine Ahnung! Nee, bitte nicht! Ah, nee, jetzt... Ach, sie will jetzt das Händchen zurück und Megan... Megan hat immer noch Durst, hat die einen Schluck getrunken, bis jetzt noch nicht. Und jetzt tauschen die das Händchen gegen Cola und Snacks. Freunde, Mann, sowas findet ihr hier nur bei uns auf Cayman und Flexi, was wir, Mann. Wir zwei Cayman und Flexi. Ich hab immer noch Angst um mein Wohnzimmer. Das war gerade echt krass, hey. Und die sind über uns. Wir müssen immer noch etwas leise sein, Mann. Wenn die jetzt über uns sind und ausgepowert sind, Flexi, warum gehen wir da nicht hoch und schnappen uns hier? Bester Zeitpunkt jetzt. Die sind ruhig gerade und tanzen und schreien. Die
sofort hochgehen. Wir gehen jetzt. Wir kommen sofort mit. Auf geht's. Oh mein Gott, Freunde, das sind die zwei Leute. Flexi, das sind beide. Schreibt euch nicht. Ihr seid doch Freunde, Mann. Ihr seid Freunde. Wie? Hä? Wie, das sind keine Freunde. Was labert ihr, Mann? Wir haben doch gesehen. Wir wissen, dass ihr Freunde seid. Schreibt ihr nochmal Freunde in die Kommentare. Streiten ist nie gesund, Mann. Ihr müsst euch doch endlich mal zusammentun und euch aussprechen. So ist es, Leute. Guckt es euch an. Sprecht euch aus. Was macht ihr da? Ah!